Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben gerade sehr gutes Wetter und ich bin euch noch eine kleine Info schuldig, denn es warten schon sehr, sehr lange sehr viele Leute auf den Namen des neuen Spaniers, denn er soll natürlich nicht für immer der Neue heißen oder der Spanier oder der Buckskin oder so, sondern er hat tatsächlich einen Namen bekommen, schon vor längerer Zeit. Ich habe ein bisschen gebraucht, mir einen passenden Namen zu überlegen. Ich wollte gerne, dass er mit M beginnt, wie Martha, weil sein richtiger Name, den er im Pass stehen hat, der mir nicht so gut gefällt, auch mit M beginnt und sein Züchter in Spanien anscheinend dem Trend gefolgt ist, jedes Jahr einen neuen Buchstaben für seine Nachzucht zu nehmen. Also fängt dann irgendwann an mit A, dann kommt B, C, D, E, F und so weiter wie das Alphabet und am Ende ist es dann das M. Irgendwie lege ich sehr viel Wert auf einen Namen, deswegen habe ich beschlossen, ihm einen neuen zu geben. Da ist er übrigens. Oh, hat auch ein kleines Brummelchen gemacht. Und noch schöner fand ich es, dass ich jetzt einen Namen gefunden habe, der sogar mit den beiden ersten Buchstaben anfängt, also mit M-A. So, und warum hat das Ganze jetzt so lange gedauert? Das hatte eigentlich gar keinen bestimmten Grund oder ich wollte das jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen oder so, sondern ich habe am Anfang schlicht und ergreifend keinen Namen gefunden, der mir gefallen hat. Und ich wollte mir da genügend Zeit nehmen. Es ist jetzt auch nicht super Außergewöhnliches geworden oder irgendwas, wo man denkt, wow, dafür hat sie jetzt vor lange gebraucht oder so. Ich habe einfach nur die Zeit benötigt, um ja, mich auf was festzulegen, um was wirklich auch schön zu finden. Und ja, um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, gehen wir jetzt mal, er kommt auch mit, gehen wir jetzt mal zu seinem Eingang. Da steht der Name nämlich schon. Und auch schon ziemlich lange, das heißt, die Leute hier im Stall, die wissen das schon. Da steht er. Und? Könnt ihr es lesen? Ja, denn der Name ist Macchiato. Er wird von nun an bei uns Macchiato heißen und ich habe ehrlich gesagt noch keinen Spitznamen dafür. Ich mache immer die obere Litze auf, das finde ich immer ein bisschen komisch. Wenn euch also ein guter Spitzname einfällt, könnt ihr den gerne in die Kommentare posten. Der muss nicht mal was mit Macchiato zu tun haben, weil alle möglichen Abkürzungen von Macchiato fand ich bisher nicht schön. Also alles, was mir hier im Stall schon so gesagt wurde über Macchi und Maggi und Max und Max, weiß ich nicht, hat mir alles nicht gefallen. Ich habe schon überlegt, ob man ihn Elvis nennt, wegen dieser Tolle, die der hier oben immer hat, wenn man den einflechtet. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ergibt es sich auch einfach nur mit der Zeit. Vielleicht wird er auch gar keinen Spitznamen bekommen. Ich habe ja bereits zwei Pferde, die keinen Spitznamen haben. Das sind Da Vinci und Dylan. Wobei ich zu Dylan tatsächlich manchmal Dilly sage, was ich absolut bescheuert finde. Ja, und deswegen, das ist der neue Name. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Ihr wisst ja, dass ich schon ein Fable habe für Namen, die etwas zu essen oder zu trinken sind. Deswegen heißt der Tino auch Tiramisu. Ne? Du bist ein Süßer, ne? Und das ist hier halt dann auch so geworden. Außerdem mag ich es gerne, nicht nur wenn der Name schön klingt, sondern wenn man den auch schön schreiben kann. Also ich bin so ein Typ, der immer noch so sehr gerne Dinge mit der Hand schreibt. Ich mag schreiben generell. Ich weiß nicht, wie verrückt das ist, aber wenn mir der Name leicht von der Hand geht, das finde ich cool. Und das ist bei Macchiato der Fall. Ne? Kleiner. So, jetzt seid ihr nicht mehr unwissend. Und jetzt muss ich auch nicht länger irgendwie der Spanier oder der Neue oder sowas sagen. Jetzt wisst ihr, wie er heißt. Und ja, eins der nächsten Videos wird dann, wie der Name des kleinen Fohlens sein wird. Meinst du, darauf kannst du noch warten, ja? Ja. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch interessiert, dass ihr immer alles von mir anschaut. Freue mich natürlich über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.